Nice. Ich hatte schon den Startknopf in Anschlag, um gleich in der nächsten Runde die Zeit zurückzudrehen. So. Das überlebt die aber noch. Leave them to me. Was I have help? Braucht einem dafür volle KP? Ja. Ready anytime. Ich hätte gerne mehr Angriffsfläche. Ja, du musst gleich heilen. Ach, das gibt's auch nicht. Na toll, das überlebt der. Ja, wir müssen unseren Angriff auf Jada wohl noch eine Runde verschieben. Vor allem, wenn ich mir hier den Sturm angucke, der uns hier gleich entgegenkommt. Versuchen wir es nochmal. So, Fleischschilde. Geben uns wenigstens ein bisschen Rückendeckung und deshalb können wir uns wieder neu gruppieren. Keep it up. I'm good to go. So, jetzt müssen sich die Heiler kurz noch heilen. This one's gonna hurt. Ja, du bist fast draufgegangen, ne? Das hat sicherlich wehgetan. Wenn sich Generics gegenseitig den Schädel einschlagen. Na toll. Before Duma's eminence, kneel before his awesome power. Angriff Nummer 1. Ich weiß nur leider gar nicht, ob es übergreifend ist oder ob es tatsächlich rundenabhängig ist, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also quasi, dass du die 4 Angriffe in einer Runde machen musst.
Einmal kurz die Hexe abschießen. Alter, was hier für ein Schwarm auf uns zukommt. Bei unserem Magier haben sie sich noch nicht mal richtig von dem letzten Impact geheilt, von der letzten Turbulenz. Und Level up für Celica. My skills on the battlefield are improving. Except I'm at the top of my game. Und noch ein Level für May. Wow. Your training has paid off. So verteilen wir uns mal ein bisschen und wir nicht alle auf dem Haufen sitzen. Ach, lieber nicht. So, von da kommt ja nichts mehr. Au. Hi. Bye. All right. This is my strength. Ja, ich glaube, Mathilda hat hier wirklich die Faxen dicke. Habe ich übrigens auch. Wir haben hier ja noch nicht genug Sitzen. Wegmachen. Man sollte mit dem Teil vielleicht auch zielen. Wow. Ja, wir haben alles unter Kontrolle. Alter, das ist ein ewiges Hin und Her. Wir müssen mal was ausprobieren. Wobei, ausprobieren sollten wir vielleicht nächst auf die nächsten Runden verschieben. Ja.
mother. Quite the inspiration. So, Dean dürfte vor den Hexen eigentlich überhaupt nichts zu fürchten haben, dank seinem Dingsens. Dank seinem Talisman-Skill. Und er sollte schnell genug sein, dass die Dingsens die Dunkelaugen nicht angreifen. Also, nicht doppeln. Wow. Also, ihr zwei könnt euch schon mal heilen. Du machst einen Rückzieher, aber ganz flott. So. Und Level für Deltea. Jetzt kann man auch trainieren. Naja, das lassen wir lieber. Spirits of the Earth, heed my call. Is that all you got? Ja. Da sagst du was. Da sagst du was. Don't flatter yourself. Accept your fate. Too slow. Barely a warm-up. Learn to fight. Ach, Mann. Ein Angriffspunkt mehr, der wäre weg gewesen. Don't flatter yourself. Ends here. Child's play. Naja, der ist ein bisschen stärker. Erstmal die heiligen Hufe ins Gesicht. So sieht's aus. Oh, er hat mal nichts beschworen, der Gute. Naja, sich ist ja egal, wie viel Schaden wir machen, müssen wir überleben. Wer hat denn hier die höchste Resistenz? Wer ist hier am besten geeignet dafür? Na, der Seher, glaube ich, kommt. Klein und schmächtig wie die ist Jenny. Die würde sich da hervorragend gegenschlagen. Naja, versuchen wir es. Wenn es nichts wird, drehen wir die Zeit zurück.
Das war Nummer 1. See to those wounds. Yeah, I got it. I'm counting on all of you. Oh. Der Angriff zählte doch insgesamt. It would be wise to heal that. Folgendes. Wir sind bereits bei, Dingsens. So, Mathilda, wir machen es wie gehabt. Mathilda greift an. Würdest du nicht mit Seraphim machen? Nicht genug. Nope, nicht genug. Sieg. Sei so gut. So, da kommt dein Support-Partner mal angeflogen. So, dann hoffe ich mal, dass das reicht, um ihn zu kritten. Danke. Bye. Oh, glory unto Duma. This cannot be. It mustn't. Lord Duma. My Lord Duma. Was? Da gibt's nur so wenig EP für? Samurai. Okay, I got this. Purgativ. Wir wollen Fey heilen. Fey, 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 Fey. Das ist Fey. Just say the word. Das müssen wir alle. So, damit Zelika nicht angegriffen werden kann. So, wie ist da, wie weit ist seine Reichweite? Oh, da stehen wir direkt davor. Der hat auch noch Medusa, ganz toll. Ach, das wird ja ein Spaß. Aber die hier können wir weglocken.
Oh, ich hätte dich vielleicht nicht in den Sumpf stellen sollen. Und ich hoffe, da teleportiert sich gleich keiner hin. Oh. Naja, wenn das so weitergeht, nicht. Da hast du aber nochmal Glück gehabt. Hol dir mal was aus dem Vorrat. Eine Orange. Orangen, ja, lecker. Nicht lecker genug, wie mir scheint. So, du stellst dir mal zu. Was machst du aus dem Sumpf raus hier? Das ist viel zu eng. I'm good to go. Come at me, fools. So. Mit ihrer 17 Resistenz sollte es ein leichtes für sie sein, dass sie sich hier die ganzen Hexen mal vornimmt. Wenn sie den trifft. So, bye. Na toll. Na toll. So, kümmern wir uns jetzt mal um die Hexe. So, rächt dich mal. Für all die Schläge, die du von diesen Hexen schon kassieren musstest. I do love a good fight. You do good work. So, dann watschen wir mal weiter durch den Sumpf. So, auch kaputt. Deswegen sollte da eigentlich alles im Griff haben. Ah, was machen die? Doch, die kommen da gar nicht ran. Na gut, die können wir da noch parken. I'll handle this myself.
So, unser nächstes Vorhaben wird jetzt sein, erstmal die Hexen kaputt zu machen, die hier die ganze Zeit nachspawnen lassen. So, wie weit kommt die bis dahin? Stellt sich die da einfach mal rein. Das sollte ja relativ wenig Schaden kriegen eigentlich. Und dann baiten wir die einfach. Zumindest nicht versuchen es. Yes, allow me. Gray kann eigentlich auch schon weiter nach hinten gehen. So. That's your fear, Sonya. Why should you be the only one allowed to live as she chooses? Sehr gut, weiter geht's. Hi. Au. Es ist weniger gut, dass sie von denen da gedoppelt wird. Yay. So. Ah ja, die ist genau richtig. Dankeschön. Damit sind ihre Hexen schon mal Geschichte. Leider waren von hier keine Hexen da.